Zwischen der Windsheimer Bucht und dem Naturpark Frankenhöhe findet man eine der vielfältigsten Städte im westlichen Mittelfranken, Burg Bernheim. Als Hauptstadt der Streuobstwiesen kann man die Landgemeinde auf jeden Fall titulieren. Ist sie doch mit der enormen Anzahl von geschätzt 30.000 Obstbäumen in der hügeligen Landschaft rund um den Stadtkern gesegnet. Freizeitmäßig haben wir ein tolles Paket vom Freibad über Minigolf, Tretbecken, haben sogar einen eigenen Skilift, wo man schön fahren kann, wenn Schnee liegt. Es gibt gute Langlaufläufen, wir haben Nordic Walking Fitness Park, also von daher gesehen kann man sich wirklich auspowern und natürlich herrlich dann auch noch die Natur genießen in über 30.000 Streuobstbäumen, die in Burg Bernheim eine tolle Landschaftskulisse bilden, haben wir natürlich auch das Thema Natur gut besetzt. Auch sonst wird in Burg Bernheim kulinarisch sehr auf Regionalität und kurze Wege geachtet. Mit dem Gasthaus zum Goldenen Engel und dem angeschlossenen Bauernladen Engerler präsentiert sich im Stadtkern ein besonders historisch gewachsener Betrieb. 2016 wurde die Außenfassade mit den Fensterläden und der Treppe neu gestaltet und 2018 haben wir den Innenraum modernisiert. Wir haben einen eigenen Bauernhof, wo wir unsere eigenen Schweine züchten, die mit unserem Getreide, das wir selbst anbauen, gefüttert werden. Wir schlachten in unserer eigenen Metzgerei die Schweine, die dann im Laden als Fleisch und als Wurstwaren vermarktet und verkauft werden. Also wir haben uns für die Automaten entschieden, weil es einfach die Öffnungszeiten verlängert und die Leute 24 Stunden rund um die Uhr unsere Sachen kaufen können und gerade was jetzt Grillsachen anbelangt, das auch vom Wetter abhängig sehr spontan kaufen können. Für Wanderer, welche die Burg Bernheimer Landschaft erkunden wollen, hat der Engelswirt noch einen besonderen Service parat. Der Schlemmer-Picknick-Rucksack, erhältlich in 5 Ausführungen und gefüllt mit regionalen Spezialitäten. Dieser wird einfach vorbestellt, bei Ankunft am persönlichen Schließfach abgeholt und nach dem Wandern mit Schlemmerpause wieder abgegeben. Nur einige Straßen weiter kann man sich mit direkt vor Ort produzierten Bio-Lebensmitteln in einem urigen kleinen Laden eindecken. Im Rumpelstühlchen, einem ehemals stadtbekannten Tante-Emma-Laden angekommen, erkennt man schnell, dass hier mit einem Einkaufskonzept des gegenseitigen Vertrauens gearbeitet wird, welches durchaus als mutig bezeichnet werden kann. Guter Kunde kommt rein, schaut sich das Ganze an, was gibt's da alles bei uns da so? Und wählt dann eben die Ware aus, was ihm gefällt und wiegt sie dann ab. Die Preise stehen ja überall drauf und tippt es dann in Taschenrechner ein, wenn es es nicht ausrechnen kann. Und dann haben wir hier eben eine Kasse und da kommt das Geld eben rein, kann es rein. Und wir haben auch eine Wechselgeldkasse, wo ein bisschen Kleingeld drin ist und dann, ja, es geht eben auf Vertrauen bei uns. Wandert man weiter am romantischen Sulzbach entlang der dortigen Wassergasse, trifft man nach kurzer Zeit auf ein weiteres Geschäft, welches mit seinem Konzept der Verbindung zweier Branchen in einer Location dem weit verbreiteten Ladensterben im ländlichen Raum die Stirn bietet. Hier hat Uhrmachermeister Andreas Seidel mit seiner Lebensgefährtin eine Symbiose ganz besonderer Art verwirklicht. Vor 15 Jahren hat meine Mutter aufgegeben. Und dann haben wir das übernommen und haben die bestehende Werkstatt, die im ersten Stock war, hier runter. Und weil es für die Werkstatt eigentlich zu groß war, hat meine Lebensgefährtin, die Silke Vieröter, mit Geschenkartikel und Floristik, Dekorationen, ist damit eingestiegen. Die Reparaturen sind, die eigentliche Arbeit ist im ersten Stock angesiedelt. Und hier habe ich die Annahme von den verschiedenen Reparaturen, das Probelaufen und das Warten auf Reparaturen ist dann hier unten. Burg Bernheim hat also nicht nur eine besondere Natur zu bieten, sondern auch viele liebevoll restaurierte Gebäude, in denen innovative Geschäftskonzepte verwirklicht werden, die so wohl nur in einer Landgemeinde umsetzbar sind. So kann man als Tagesgast Naturerlebnis und Shoppen in einer fußläufigen Kleinstadt ideal verbinden. Viele gute Gründe, um schon bald einen Besuch in der Streuobsthauptstadt unserer Region einzuplanen.